Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einer weiteren Part unseres Let's Play Slide 2 auf der Suche nach unseren ersten Clockwork-Teilen. Warum auch immer wir die Dinger jetzt sammeln müssen. Aber unser Ziel ist jetzt erstmal hier das da, die Satellitensabotage. Starten wir in unsere Mission, sobald der da unten mal wegguckt oder so. Mal gucken. Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt unnötig einen Kampf starten. Der nächste hochgestiefelt. Das ist ein bisschen unangenehm. Würde ja ganz gern mal vorankommen. Ja, so viel dazu. Wow. Slide muss sich in Dimitris Kommunikationssystem einhacken, damit wir Zugriff auf seine Datenbank haben. Und wie soll ich das anstellen? Zuerst musst du auf diesen Turm hinaufkommen. Dann musst du die Satellitenschüssel auf die Antenne unseres Unterschlupfes ausrichten. Ich will, dass du kletterst, springst und zum Festhalten die Kreistaste drückst. Versuch, das Rohr raufzuklettern. Klar, springen und die Kreistaste drücken, um Rohre raufzuklettern. Klassiker. Hallo. Cash. So, ein bisschen Geld sammeln, das ist ja auch wichtig. So, wo müssen wir jetzt lang? Da habe ich natürlich meinen Weg so ein bisschen. Taschen voll Beute. Da lang müssen wir. Weil wir 100 geknackt haben. Ah, alles klar, okay. So, ich denke mal, die Flaschen werden wir später mal sammeln. Müssen aktiver sammeln. Ich projiziere dir mit dieser Satellitenschüssel holographische Markierungen neben interaktive Objekte. Drücke in der Nähe der Markierungen die Kreistaste, um die Objekte zu benutzen. Okay, cool. Ja, nee, ist klar. Es fällt auch überhaupt nicht auf. Okay. Die erste ist in Position. Ich habe den nächsten Wegpunkt in den Imager deiner Deepmaske geladen. Nicht vergessen. Drücke die L3-Taste, um dein nächstes Ziel zu finden. L3. Naja, mal gucken. Wir machen das erstmal mit R3, ne? Ein bisschen verdreht ist das schon, gefühlt. So, da hinten. So, wir können uns erstmal das hier. Oder sogar noch mehr Flaschen. Da unten. Bam, meins. Schon 7 Stück. Na, mal gucken. Bin ja schon gespannt, was wir so alles an Fähigkeiten noch einsammeln. Ah, schade. Ich dachte, da könnte man so rankommen. Aber ich habe da gerade was gesehen. Gucken. Nicht, dass man das von dort aus machen kann. Oder? Nee. Wenn dann von da. Na, ist ja auch egal. So, wo muss ich jetzt hin? Da drüben. Ich habe es gerade gesichtet. Jetzt nicht so besonders schwer. So, auf geht's. Satelliten ausrichten. Fast geschafft. Aktiviere mit der L3-Taste den Imager deiner Diebesmaske, um den letzten Wegpunkt zu finden. Denk daran, dass du vom Dach aus besser sehen kannst. Ja, das weiß ich schon. Beim Gehen die R1-Taste, um zu rennen. Aber sei vorsichtig, denn du bist dann lauter und könntest die Wachen in der Gegend alarmieren. Ja gut, auch irgendwie logisch, oder? Aber ich bin halt auch sehr gerne schnell unterwegs. So, Geld, 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 Geld. Geld ist sehr wichtig. So, wo müssen wir jetzt hin? Da. Darauf irgendwie? Nö. Jedenfalls nicht von hier. Gut. Und Nummer 3. Auftrag erledigt. Super Sly. Ich lade gerade schon Daten von Dimitris Hauptcomputer herunter. Alles in nur einer Nacht. Wo gehen wir von hier aus hin? Als
nächstes musst du in den Nachtclub einbrechen und ein paar Aufklärungsfotos von Clockwerks Schwanzfedern machen. Um da reinzukommen, musst du durch einen alten Weinkeller unter der Stadt schleichen. Okay, ich gehe zu diesem Keller. Schön. Und ich höre Flasche. Und nur weil ich es höre, heißt es natürlich nicht, dass man es auch immer sofort sieht. So, wo müssen wir denn dafür jetzt eigentlich hin? Da drüben, ah, das Klärchen. Sehr schön. Und ich sehe noch eine Flasche. Gönnen wir uns. Flaschen sind wichtig. Bin ja schon gespannt, was die mir am Ende bringen. Gut, dich zu sehen, kleiner Kerl. Schätze, der Weg durch den Weinkeller wird von den Ratten bewacht. Bentley dachte, du könntest Hilfe gebrauchen, um sie zu erledigen. Klingt nach Spaß. Du und ich, Rücken an Rücken. Absolut. Völlig unterlegen. Ohne jede Chance. Es ist perfekt. Okay, Kumpel. Dann mal los. Cool. Aber ich will noch mal ganz kurz was in den Optionen einstellen bezüglich Sound. Lautstärke, Musiklautstärke. Wir müssen runter, gehen wir Richtung auf U. Die Effekte dürfen ruhig ein bisschen lauter sein. In Ordnung. Okay. Fürchtet den Murray! War so ein bisschen anders geplant, aber ist okay. Hui. Ja, muss doch ein bisschen aufpassen hier. Besonders wenn die wieder aufstehen, diese Opossums oder was das hier sind. Bentley? Murray meine ich? Warte, Sly! Ich drück die Streben für dich runter! Los geht's! Spring mit einem Doppelsprung über dieses Ding! Drücke zum Springen die X-Taste! Und drück sie dann in der Luft erneut, um länger zu springen! Sieht aus, als müsstest du von hier alleine weiter! Ach, das bin ich gewohnt. Danke für die Hilfe! Jederzeit wieder, Partner! Na denn? So, was kann man hier sonst noch machen? Ein bisschen was kaputt machen? Lebensenergie? Oh ja, Lebensenergie. Sehr wichtig. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr aktiver hier ein bisschen was kaputt machen. Meine ganze Kohle. Das lohnt sich ja jetzt. Wenn wir uns dafür explizit Power-Ups holen können. Ich denke mal, das eine oder andere wird sicherlich noch sehr nützlich. Wow. Cool. So, Laser. Aber erstmal ein paar Coins. Ja, schön. Laserfelder, die halten noch niemanden auf. Um an den Lasern vorbeizukommen, musst du unter diesen Tisch kriechen. Drücke hierfür in der Nähe des Tisches die Kreistaste. Ja. Cool. Oh ja, Lebensenergie, sehr schön. Damit sind wir wieder voll. Okay. So, da ist was zu. Kommen wir da vielleicht später rein? Keine Ahnung. Ich denke mal eher nicht. Wow, wow. Die Taschenlampenwachen kannst du nicht besiegen. Kriech unter die Tische und schleich dich an ihm vorbei. Oh, nett. Das Vieh hat auch einen Revolver bei sich. Dreht er sich auch um? Weil ansonsten sehe ich hier echt keine... ...ein paar kleine Problemchen hier voranzukommen. Au. Verdammt knapp. Okay, hier gibt es sonst weiter nichts.
Okay, der wandelt das Ding hin und her, wie das scheint. Alles klar. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Cool. Der Luftschacht führt in Dimitris Nachtclub. Drücke zum Reinkriechen die Kreistaste. Ja, wie immer halt. Okay, ja, ich fühle mich wirklich gerade so ein bisschen wie Snake in Metal Gear. Aber ist okay. Um diese gelben Laser auszuschalten, musst du die Wachen erledigen. Schleich dich hinter ihn und drücke die Dreiecktaste, um ihm eins zu verpassen. Anschließend zum Schlagen die Quadrattaste drücken. Und fertig. Okay, wir brauchen Kombis. Erst die Dreiecktaste und dann die Quadrattaste. Gucken wir mal. So viel dazu. Oh wow. Okay. Ja, irgendwie brauchen wir noch ein bisschen mehr Skills. Denke mal, das wird hier jetzt doch schon irgendwie wichtig. Das heißt, wir brauchen Geld. Geld für Skills. Okay. Ah, hier gibt es ja Geld. Sehr schön. Gib mir die ganze Kohle. Der Schleichangriff funktioniert nur bei Wachen, die dich nicht gesehen haben. Warte, bis dieser Typ dir seinen Rücken zudreht. Und dann auf ihn. Dass der mich nicht gesehen hat. Oh my gosh. Cool. Aber läuft doch. So, gleich 200. Sehr schön. Ja, toll. Alles meins. So, da sind wieder so ein paar Opossum. Oder was auch immer. Im offenen Kampf mit diesen Ratten funktioniert der Schleichangriff nicht. Es ist ein rein verdeckter Angriff. Ja, ist ja okay. Ich hab's gerade begriffen. Aber ich hab's trotzdem versucht. Und ich würde sagen, es funktioniert schon. Nur wenn die hier halt so auf einer Masse sind, ist das ein bisschen unangenehm. Okay, cool. So, ich brauche mehr Cash. Mehr Money. Oh ja, hier sind ein bisschen welche. Ein bisschen welche vor allem. Super deutsch. Oh, die Instrumente. No, ich zerstöre die Instrumente frech. Cool. Oh, Druckerpresse? Schwarzgeld? Geldwäscherei? Oder einfach Blüten? Das Herz von Dimitris Unternehmen. Geh zu diesem Fenster und schieß ein paar Aufklärungsfotos. Rufe mit der R3-Taste den Sichtkommunikator auf. Du weißt, den rechten Analogstick klicken. Der ist bereits mit einer Spionkamera ausgerüstet. Sly, mit dem rechten Analogstick kannst du Fotoziele heran- und wegzoomen. Drücke die R1-Taste, um im richtigen Augenblick ein Foto zu schießen. Okay, also ich brauche Dimitri, ich brauche die Presse und den Generator. Objekt genau gucken. Okay. Ach so, von hier aus dann. Okay, okay, okay. Oh, okay, das wird dann sogar explizit so markiert. Okay. Zu nah. Ach so, wenn das Ding grün ist. Alles klar. Verstehe. Dieser Generator scheint die Sicherheitssysteme hier unten zu versorgen.
Schwanzfedern als Druckplatten. Mit ihrer seltenen Legierung nutzen sie sich nie ab. Unbegrenztes Falschgeld. Wusste es doch. Blüten. Und da ist er. Das ist unser Ziel. Dimitri, professioneller Partylöwe und internationaler Fälscher. Das sollte reichen, Sly. Geh zurück zum Unterschlupf und wir schmieden einen Angriffsplan. Na dann. Auftrag erledigt. Sehr schön, 3%. Die Aufklärungsfotos erinnern uns bitter an die Gegenspieler des modernen Diebes. Scheinwerfer, verstärkte Patrouillen. Die Summe macht einen direkten Angriff unmöglich. Um dieses Rätsel zu lösen, brauche ich mehr Informationen. Erstens, ersetze das Gemälde in Dimitris Büro durch dieses verwanzte Bild. Wenn es erst einmal hängt, können wir alle seine Gespräche belauschen. Zweitens, wenn du den Boss siehst, häng dich an ihn dran. Vielleicht erfahren wir etwas, wenn wir seine Tätigkeiten studieren. Sobald wir das Unternehmen ausreichend erkundet haben, gehören Clockwerks Schwanzfedern so gut wie uns. Also da geht doch einiges auf jeden Fall. Na gut. So, was können wir jetzt machen? Haben wir denn schon was zum Verkaufen? Nein. Okay, Bombe mit Auslöser. Bombe mit Auslöser. Werfbare Bombe mit Fernzündung. X drücken, um dieses Power-Up zu kaufen. Ah, schwierig. Aber ich denke mal so, die Rauchbomben dürften aktuell ein bisschen nützlicher sein. Behindere die Sicht deiner Feinde für eine schnelle Flucht. Du hast nicht genug Geld. Ja. Brauchen wir noch ein bisschen. Ich denke mal, das werde ich mir als erstes holen. Hey Sly, drücke die R3-Taste, um deinen Sichtkommunikator aufzurufen. Du weißt doch, der rechte Analogstick, der die Kamera steuert. Klicke ihn, um durch dein Fernglas zu sehen. Damit findest du die Startpunkte für die Jobs, die ich in der Stadt verteilt habe, und kannst deren Titel lesen. Oh, jetzt stehen die Viecher hier auch auf dem Dach. Okay, so, S ist wahrscheinlich für Unterschlupf. So, Verwandte Dimitris Büro. Folge Dimitri. War da nicht noch irgendwas? Na egal. Gönnen wir uns erstmal das da drüben. Verwanzen wir erstmal alles. Und sammeln dabei Geld und Flaschen. Also die Flaschen scheinen jetzt alle nur auf so einer Map hier zu sein. So, ist das da unten schon? Ja. Okay, cool. Na dann, auf geht's. Sly, ich konnte dieses gefälschte Bild mit einer Wanze versehen. Du musst in Dimitris Büro schleichen und es mit dem Original vertauschen. Cool. Dann können wir all seinen Gesprächen lauschen. Ja, ich dachte, es wäre nicht schlecht, wenn wir ein Ohr beim Feind hätten. Pass nur auf mit dem Kunstwerk. Wenn es beschädigt wird, ist das Bild ruiniert. Ja gut, ne? So, die Frage ist jetzt, wohin damit? Da. So, einmal quer durch die ganze City. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns jetzt nicht einmal in den Kampf mischen sollten, weil sonst die Mission fehlgeschlagen ist. Aber ist okay. Ist auch irgendwie verständlich. Ich höre Flaschen. Ich höre Flaschen und ich sehe keine Flaschen. Doch, da unten. Meins. Oh, ganz fix nach oben. Oh, ich komme da nicht hoch. Ja, man sieht es auch hier im hinten auf dem Rücken. Deswegen Kämpfe sollten wir jetzt definitiv meiden. Vielleicht auch solche Aktionen. Mal schauen.
Da drüben. Bedeutet auch wahrscheinlich nicht unbedingt rennen. Sich lieber ein bisschen Zeit nehmen. So, jetzt müssen wir noch da hoch. Diese Katze jedes Mal. Ah, perfekt. Oh, ja. Hier, das hier. Um zu dieser einen anderen Flasche da zu kommen. Das ist das, was ich ja letztens, glaube ich, versucht hatte, mit Springen hier ranzukommen. Dass das nicht so gut funktioniert hat. Schaut euch dafür die erste Episode an. So, ab nach oben. So, und jetzt hier lang. Perfekt, damit ist diese Mission auch schon so gut wie abgeschlossen. Wie ist denn dieser Schattenbild da unten? Das ist ein bisschen sehr seltsam positioniert, oder? Oh, nett. Der Plan zeigt, dass die Tür von innen verschlossen ist. Das ist in Ordnung. Ich war niemals für den direkten Ansatz. Na prima, weil der indirekte Ansatz genau hierauf führt, durch diesen Lüftungsschacht. Ja gut, gucken wir mal, wie gut wir da so vorankommen. Wir haben definitiv ein paar Wege, die wir dafür ganz gut nutzen könnten. Obwohl, nein, das hier sieht eher schlecht aus. Wir müssen tatsächlich den ganzen Weg außenrum nehmen. Okay. Wir dürfen ja nicht kämpfen. Das jetzt wirklich so geschafft? Ja, ist okay. Ist okay. Ich hinterfrage das am besten mal nicht. Hier spricht Dimitri, laut und deutlich. Ich muss meinen Mitarbeitern in der Disco auf die Schulter klopfen. Die Spice-Verkäufe sind hopp, hopp, hopp. Immer locker, immer weiter. Und an alle Homies und im speziellen Falschgeld-Druckerraum, gute Arbeit, Mann. Das sage ich euch. Immer weiter Volldampf voraus mit meinen neuen Klockwerk-Druckplatten. Okay, cool. Nicht schlecht. So. Und rein da. Achso, ist keine Cutscene. Wir müssen da wirklich durchkrabbeln. Ja, ist auch okay. Hui. So. Gemälde vertauschen. Fällt auch überhaupt nicht auf, dass das ein komplett anderes Bild ist, als das, was wir haben. Oha, eBay des Grüßen oder wie? Okay, cool. Cool. Oh, guck mal, was wir hier haben. Du kannst den Safe erst öffnen, wenn du alle Hinweise aus der Umgebung des Unterschlupfs gefunden hast. Oh, nett. Sehr schick. Oh, machen wir das jetzt noch in dieser Episode? Nein, ich denke, wir werden jetzt schließen. Ich gönne mir hier jetzt erstmal noch ein bisschen die Kohle. Ist auch gar nichts drin. Pech. Eine Coin. Na gut. So, ich habe es ein bisschen mit Delay hier gefühlt zu tun. Mit ein paar Lags. Wahrscheinlich ist die Netzwerkgeschichte wieder so ein bisschen auf Käse-Modus. Mal gucken. Egal. Ich danke jedenfalls wieder fürs Reinschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Tschüss.